seit über einem Jahr drin sitzen. Viele kennen das Problem von Langeweile, mangelnder Bewegung oder einfach fehlender Motivation. Da muss man manchmal einfach die Trägheit überwinden, seine Schuhe anziehen und raus aus der Wohnung. Genauso habe ich es heute mal gemacht. Auf meiner Tour durch die Stadt habe ich dabei ein paar coole Leute kennengelernt und interessante Orte in Kiel gesehen. Moin, ich bin Olaf. Wir befinden uns gerade am Südfriedhof. Und ich habe mir vorgenommen, heute mal eine kleine Runde zu laufen und die Sonne zu genießen. Muss ja auch fit bleiben in Corona-Zeiten. Und ja, wir werden uns ein paar schöne Ecken in Kiel anschauen. Los geht's. Wir sind jetzt hier auf der Mortechwiese. Das ist ein schön grüner Park mitten in Kiel. Und hier kommen viele Leute her, um mit den Hunden spazieren zu gehen. Oder um Sport zu machen, so wie ich jetzt gerade. Ja, wir sind jetzt immer noch bei der Mortechwiese auf dem Sportplatz, den es auch gibt. Hier kommen zum Beispiel die Canes zum Footballspielen her. Und ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier sich zu betätigen. Viele Leute machen Yoga, stretchen sich, laufen einfach ein bisschen rum, kicken auch Spaß. Aus Ernst wird natürlich auch gekickt. Und ich kenne diese Gegend wie meine Westentasche. Ich wohne direkt nebenan, deswegen komme ich gerne her. Hier ist immer eine lockere Atmosphäre. Und wenn man niemanden kennt oder hat zum Fußballspielen, dann findet man eigentlich immer jemanden. Ja, ist relativ entspannt. So wie heute, wir sind wieder am Kicken und da geht's auch wieder hin jetzt. Wir sind jetzt hier bei den Uni-Sportstätten. Hier gibt es viele Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen. Unter anderem Leichtathletikplätze und unter anderem auch eine super Tartanbahn. Auf dem Sportfeld trainieren viele Menschen und machen die unterschiedlichsten Sportarten. Einen von ihnen habe ich mal gefragt, weshalb er regelmäßig hierher kommt. Hi, ich bin Niklas Sagare, 21 Jahre alt. Ich studiere Physiotherapie an der Fachhochschule hier in Kiel und nebenbei mache ich Leichtathletik, genauer gesagt Speerwurf. Wir sind hier auf dem Universitätssportplatz mit einer riesengroßen Bahn, 400 Meter lang sogar, und verschiedenen Anlagen, zum Beispiel Speerwurf, Diskus, Kugelstoßen oder auch Weitsprung. Und das kann man hier gerade alles in seiner Freizeit machen, auch während Corona. Sportvereine dürfen hier gerade leider nicht trainieren, aber dementsprechend bereite ich mich halt als Privatperson auf die anstehende Saison vor. Und genauso geht es auch vielen anderen, um hier ordentlich Sport zu machen. Ein paar Meter weiter ist jetzt hier der Support Skateplatz. Geil! Der Skateplatz steht frei zur Verfügung für alle, die gern skaten wollen. Weil ich selber nicht skate, erzählt euch jetzt mal jemand, der hier öfters ist, etwas zum Park. Ja, moin, ich bin Malte. Ich studiere hier auch an der CAU in Kiel. Und in meiner Freizeit komme ich gern hier an den Skatepark, der ja auch hier auf dem Campus direkt ist. Und habe hier immer eine sehr coole Zeit, weil die Leute, die hier sind im Park, habe ich festgestellt, einfach alle sehr lässig drauf sind. Und es ist wirklich eine angenehme, tolle Atmosphäre mit den Menschen hier zusammen. Für mich, als ich angekommen bin in Kiel, war das auch eine coole Möglichkeit, hier einfach Menschen kennenzulernen. Also wenn du auch Lust hast auf Skateboard fahren und vielleicht neue Menschen kennenlernen willst, dann bist du hier auf jeden Fall gut aufgehoben. Ja, versuch's doch mal und roll on! Ich bin jetzt am Ziel meiner Träume angekommen, der Kiellinie. Es war eine lange Runde, es gibt natürlich noch viel mehr zu sehen, aber ich bin kaputt und brauche jetzt erstmal eine Abkühlung. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr konntet etwas von meiner Tour für euch mitnehmen. Wir wissen ja noch nicht genau, wie lange wir noch mit diesen Einschränkungen leben müssen. Die Sportangebote sind eine gute Möglichkeit, sich trotzdem auszupowern und andere Menschen kennenzulernen. Also, probiert euch aus und lasst euch euren Start in Kiel nicht von Corona vermiesen.